Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie heute recht herzlich in das Wohnzimmer der Familie Dettmann einladen. Wir werden uns jetzt aber nicht auf die Couch setzen und einen Film schauen oder eine Serie, sondern ich werde Ihnen einen Text vorstellen. Vor einigen Tagen rief mich Franziska Schasig an. Sie kennen sie, sie ist die Leiterin des Literaturhauses Uwe Jonsson in Klütz. Ich konnte dort schon einige Male lesen. Und sie fragte mich, ob ich eine Lesung der besonderen Art machen möchte. Normalerweise ist es ja so, dass die Autoren im Literaturhaus sind und sie als Gäste zu uns kommen, um uns zu hören. Diesmal machen wir es umgekehrt. Wir als Autoren kommen zu ihnen. Mein Text, den ich Ihnen vorstelle, heißt Grenzenlos. Ich habe ihn im letzten Jahr bei einem Literaturwettbewerb eingereicht. Es ging dabei um 30 Jahre Mauerfall. Dieser Literaturwettbewerb war vom Literaturrat Mecklenburg-Vorpommern und von der Zeitschrift Risse ausgelobt worden und ich konnte in der Kategorie Prosa dort einen Preis erhalten. Die Erzählung spielt im Sommer 1989 an der Grenze. Für die Westdeutschen war es die innerdeutsche Grenze, für uns Ostdeutsche hieß sie offiziell der antifaschistische Schutzwall. Für die meisten war es einfach nur die Grenze. Grenzenlos. Diese verfluchte Stunde zwischen 3 und 4 Uhr. Bernd brannten die Augen. Die Müdigkeit juckte am ganzen Körper. Und 4 lange Stunden lagen noch vor ihm, bis die Ablösung kommen würde. Er stellte seinen Feldstecher auf das Fensterbrett und betrachtete sein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Übernächtigt sah er aus. Die blonden Haare standen fettig ab. Er schüttelte sich. Als er sich umdrehte, sah er, dass Unterleutnant Bayer schon wieder schlief. Eigentlich müsste er ihn wecken. Doch Bayer war EK. So wie Bernd würde er in 3 Monaten nach Hause gehen. Auch Bayer hasste den Dienst an der Grenze. Waren sie alleine auf dem Turm, klagte er an manchen Tagen, dass er sich für so lange verpflichtet hatte. Nur wegen des Studiums sei das geschehen. Und nun könne er im Oktober nicht einmal seine gewählte Studienrichtung aufnehmen. Bernd holte aus seiner Drillighose das Bandmaß heraus, ließ es hoch und runter schnippen. Noch 91 Tage, dann würde er wieder zu Hause sein. Was hatte er davon? Nichts. Gabi hatte vor einem Jahr mit ihm Schluss gemacht. Seitdem hatte er nie wieder ein Mädchen gehabt. Wollte sie nicht unnütz belasten, sagte er zu den Freunden. Doch an manchen Tagen, wenn wieder keine Post für ihn da war oder er die Freude auf den Gesichtern der anderen sah, wenn sie nach Hause fuhren und wussten, dass ihre Mädchen auf sie warten würden, fehlte ihm schon eine Freundin. Unterleutnant Bayer räusperte sich im Schlaf. Seine feuerroten, dicken Haare standen wie Unkraut von seinem Kopf ab. In der Kompanie lästerten sie über ihn, denn nie bekam er seine Haare gebändigt. Und sein Gesicht verfärbte sich bei jeder Notlüge tiefrot. Bernd stand mit ihm gerne Dienst auf der Führungsstelle. Denn Ire, wie sie ihn nannten, er betonte immer wieder irische Vorfahren zu haben, war ein ruhiger Typ, der keinen Stress machte wie die anderen Zugführer und Unteroffiziere, die sofort Alarm auslösten, wenn der Spurstreifen einmal nicht ordentlich geeggt worden war. Bernd kühlte seine Stirn am Fensterglas. Die Dämmerung brach herein und ließ die Grenzanlagen undeutlich hervortreten. Vor ihm lag der Schutzstreifen. Vor 2 Wochen war der Roggen geerntet worden. So konnte er deutlich den 3 Meter hohen Metallgitterzaun in der Morgendämmerung erkennen. Der KZ-Sperrgraben war nicht zu sehen, doch der Kolonnenweg zeichnete sich wie ein helles Band ab. Hier oben, von der Führungsstelle, ging der Blick weit in das Land hinein. Nach drüben. Noch immer beschlich ihn ein seltsames Gefühl, wenn er mit dem Fernglas das Gebiet westlich der Grenze streifte. Er fühlte sich eingeengt, spürte manchmal eine Art Sehnsucht, einmal auf der anderen Seite zu sein. Er würde wiederkommen. Nur dort den Boden berühren, der doch genauso aussah wie hier. Das Verbotene reizte so sehr. Natürlich hat er mit niemandem darüber gesprochen. Bernd war klar, dass überall Spitzel zwischen ihnen saßen. Er griff nach dem Fernglas, fokussierte und beobachtete das nahe und doch so ferne Land. Es sah genauso wie hier aus: Wiesen, kleine Ackerflächen, die von einem Landweg durchschnitten wurden. Unweit des Zaunes
befand sich auf der Westseite ein hölzerner Beobachtungsturm, der manchmal von Schulklassen oder Rentnern angesteuert wurde. Mit Ferngläsern starrten sie dann herüber. Wenn Bernd gerade Postendienst hatte und Streife ging, fühlte er sich wie ein Tier im Zoo. Zum Glück waren diese Streifengänge seltener geworden und er stand nun als EK öfter auf der Leitstelle seinen Dienst. Inzwischen war die Sonne im Osten hinter den Bäumen aufgebrochen. Nebelschwaden standen in den Senken der Wiese. Der Tag würde schön werden. Plötzlich spürte Bernd die verbrauchte Nachtluft. Schwer stand sie im Raum, roch nach Schweiß und machte müde. Er klappte das Fenster an, atmete tief durch. Gleich 6. Noch 2 Stunden, dann würde die nächste Wache aufziehen. Der Ire schnarchte laut auf, räusperte sich. Bernd grinste, wollte ihn wecken, doch er ließ ihn dann in Ruhe. Er kramte in seiner Beintasche und holte einen dünnen Band heraus. Es war Plensdorfs Die neuen Leiden des jungen W. Natürlich durfte er nicht im Dienst lesen, sondern sollte allzeit wachsam sein, wie Oberleutnant Heinze, ihr Politoffizier, immer wieder betonte. Gerade seine Schicht war zur erhöhten Gefechtsbereitschaft vergattert worden, denn wieder einmal sollte ein Sowjetsoldat desertiert sein. Bernd hatte nur müde gelächelt, denn in zu auffallender Regelmäßigkeit kam dies vor. Niemand glaubte mehr dieses Märchen, vielleicht die Neuen. Aber er? Bernd liebte das Buch. Wie Edgar Vibeau wollte er sein. Frei, alles wegwerfen. Kein Dienstplan, der sein Leben einteilte, keine Befehle. Einfach loslaufen. Ohne Ziel. Den Erdboden unter den nackten Füßen spüren. Den schweren Duft des Waldbodens atmen. Das Wasser eines Bergsees trinken. Frei sein. Und ungebunden. Er liebte dieses Buch schon lange, denn grenzenlos frei wollte er schon immer sein. Junge Pioniere, FDJ, GST. Immer war er bedrängt worden, hatte nie frei entscheiden können, hatte sich uniformieren müssen. Ob Pioniertuch, Blauhemd, GST-Kluft. Nun, an der Grenze war es am schlimmsten. Seine Gedanken kamen beim Lesen langsam zur Ruhe. Er hatte den dünnen Band schon oft gelesen. Die einfachen, doch so stimmigen Sätze waren wie Medizin für ihn. Fast süchtig war er nach dem Text. Die Zeit glitt ruhig dahin. Kein Anruf vom Stab. Hauptmann Marquardt, ihr Kontrolloffizier, hatte wohl wieder seinen Morgenkater. Denn heute war Donnerstag und Mittwochabend war der obligatorische Skatabend mit den Offizieren des Stabes. Und der Leutnant Bayer schnarchte. Bernd las, mehr einem Reflex folgend, sah er auf und stutzte. Im frühen Licht der Sonne, zwischen Nebelschwaden, fuhr jemand mit einem Fahrrad auf dem Landweg, drüben, auf der anderen Seite. Bernd griff nach dem Glas. Es war ein Mädchen. Ihre blonden, langen Haare wehten. Sie hatte nur ein Shirt an und kurze Hosen, obwohl der Morgen noch kühl war. Bernd versuchte, ihr Gesicht zu erkennen. Doch das Mädchen war schon zu weit entfernt. Er sah nur ihren Rücken und die kurze Jeans, die eng anlag. Das Mädchen war schön, beschloss Bernd, auch wenn er ihr Gesicht nicht gesehen hatte. Er drehte sich um. Der Unterleutnant schlief noch immer. Wieder fokussierte er sein Glas. Hinten auf dem Gepäckträger konnte er noch eine Tasche erkennen. Dann war sie zwischen den Büschen verschwunden. Er war aufgeregt, völlig wach. Bernd verstand sich selbst nicht. Da hatte er ein Mädchen gesehen, für eine Minute, und war völlig durcheinander. Nur einige hundert Meter entfernt war sie doch für ihn unerreichbar. Noch einmal stellte er sein Glas schärfer. Vor einem Moment tauchte sie noch einmal zwischen 2 Büschen auf. Dann war sie endgültig verschwunden. »Ist was?« Bernd schreckte zusammen. Neben ihm stand Bayer. Er roch aus dem Mund. »Hast du was gesehen? Solltest mich doch wecken, wenn was ist.« »Es war nichts, Ihre. Ich hätte dich schon geweckt.« Ihm würde Bernd nichts erzählen.
Warum eigentlich nicht, fragte er sich im selben Moment. Es war nur ein Mädchen gewesen. Trotzdem, er würde schweigen. Er hatte sie gesehen. Was ging das Mädchen Bayer an? Das Telefon schrillte. Hauptmann Marquardt schien am anderen Ende zu sein. Denn Bayer konnte nicht einen Satz am Telefon beenden. Der Offizier hatte wieder seine Katerlaune, die er an ihn in der Kompanie ablassen würde. Bernd wunderte sich, dass er trotzdem gute Laune hatte. Denn er hasste Marquardt, der ihn ebenso nicht mochte. Etwas war mit ihm geschehen. Dieses Mädchen. Was nur? Am Abend war er allein im Zimmer. Meyer, Mantei und noch einige waren im Ausgang. Auch Bernd hatte sich eingetragen, war dann aber im Objekt geblieben. Er wollte plötzlich seine Ruhe, hatte keine Lust, in der einzigen Kneipe auf Tempo zu trinken, die ewig gleichen Zoten zu hören, über Tage und Mädchen zu erzählen. Bernd lag auf seinem Bett, wieder dachte er an das Mädchen, sah sie in den engen Jeans, versuchte sich ihr Gesicht vorzustellen und ärgerte sich, dass er morgen zum Streifendienst eingeteilt war und nicht auf der Leitstelle sein würde. Bernd verstand sich selber nicht, warum ihn dieses Mädchen so bewegte. Sicher, er hatte lange kein Mädchen gehabt, aber dieses war für ihn unerreichbar. Ihm konnte es egal sein, ob sie hübsch oder hässlich war. Doch er sagte sich, dass sie hübsch sein musste, so schön ihre Figur war. Spät in der Nacht, die anderen waren aus dem Ausgang gekommen und schliefen den Schlaf der Berauschten, wachte Bernd auf. Im ersten Moment wusste er nicht, wo er war. Er hatte von ihr geträumt, hatte sie geliebt und war noch erregt. Die Luft im Zimmer war schwer und roch nach Alkohol. Jemand schnarchte. Leise stand Bernd auf und tappte barfuß in den Waschraum. Die Kühle der Fliesen machte ihn munter. Die Stirn an die Scheibe gepresst, starrte er lange in die Nacht. Das Stabsgebäude gegenüber war völlig dunkel. Nur vor dem KDL brannte eine einzige Lampe. Bernd sah den Posten. Der gähnte und reckte sich. Langsam spürte Bernd, wie sich seine Gedanken beruhigten. In der nächsten Woche würde er wieder in der Leitstelle Dienst tun. Vielleicht würde er sie wieder sehen. Wenn nicht, es war nicht zu ändern. Er würde noch einige Male an sie denken und dann vergessen. Doch schön wäre es, wenn sie dort wieder langfahren würde. Er hätte dann etwas, worauf er warten könne. Bernd schüttelte den Kopf über sich. Dann trottete er wieder in sein Zimmer. Es war dieser besondere Sommer, 1989. Die ungarische Grenze hatte sich geöffnet. Das schwermütige kleine deutsche Land kam in Bewegung. Auch die Grenze an dem kleinen Ort, dort oben im Norden, spürten diesen Schwung. Ihre Offiziere waren unruhig geworden, sie mussten ungewohnte Fragen hören und konnten diese nicht beantworten. Mancher der Soldaten fragte sich, warum er hier Dienst stehen musste, warum er aufpassen sollte. Es ging noch so viele, und trotzdem sollten sie als Soldaten den Staat schützen. Vor wem eigentlich? Und warum waren die Sicherungsanlagen in Richtung Osten? Auch Bernd stellte sich diese Fragen. Zuerst nur sich selbst, dann sprach er mit dem Iren darüber. Seinen Politoffizier wollte er nicht fragen, denn der würde ihn nur Maß nehmen und melden. Wohnzimmeratmosphäre. Bernd tat seinen Dienst, saß als Postenführer mit einem jüngeren Soldaten im Trabantkübel und beobachtete den Kontrollstreifen. Er ging zu Fuß Streifendienst. Konnte er sich auf seinen Posten verlassen, so versteckten sie sich in einer Senke am Waldrand und dösten in der Sonne. Hatte er einen der Schafen mit auf Posten, dem er nicht traute, so machte er seinen Dienst nach Vorschrift. Nach dem Dienst schnitt er seinen Zentimeter vom Bandmaß. Noch gut 2 Monate, dann hatte er es geschafft. Das Mädchen war fast vergessen. Er hatte sie nicht mehr gesehen. In der ersten Septemberwoche stand er mit Unterleutnant Bayer, dem Iren, Dienst auf der Leitstelle. Die Wache verlief wie jeder andere davor. Bernd schlief. Bernd brannten die Augen.
Dieser Morgen begann wie einer der späten Sommertage. Schleier lagen in den Senken, das Gras war nass geworden. Als Bernd in der Morgendämmerung vor einer Zigarettenlänge neben dem Betonturm gewesen war. Eine flache Sonne zeichnete frühherbstliche Sepiatöne in den frischen Morgen. Bernd beobachtete das lange Band der Grenzanlage, das sich durch das grüne und reife Gelbbraun der Landschaft schnitt. Er liebte die Ruhe des Grenzstreifens in diesen Morgenstunden. Wirkten doch dann die Sicherungsanlagen fast friedlich im flachen Licht. Bernd wusste, dass sich dies sofort ändern könnte. Zweimal hatte er einen versuchten Grenzdurchbruch erlebt. Zum Glück hatte er keinen Postendienst gehabt, sondern war auf dem Führungspunkt gewesen, als das rote Signallicht und das Signalhorn reagiert hatten. Doch die Angst ging bei jedem Postgang mit. Würde er auf einen Menschen gezielt schießen können, wenn dieser die Grenze überwinden wollte? Und was, wenn der Mann an seiner Seite flüchten würde? Auch der hatte eine aufmunitionierte Kalaschnikow am Arm und konnte diese auf ihn anlegen. Wie würde Bernd reagieren? Er wusste, dass fast alle seine Kameraden diese Fragen mit sich herumschleppten. Warum hatte man nicht freie Wahl bei der Suche nach seinem Glück? Fragen, Fragen. Geteiltes Land, so sagte sein Vater immer. Mit aller Deutlichkeit sah er in diesen Momenten die Bildhaftigkeit dieser beiden Worte. Zerschnitten. Obwohl nichts diese beiden Hälften unterschied. Hüben wie drüben dieselben Wiesen, Hecken, abgeerntete Felder. Dieselbe Einsamkeit unter einer tiefen Sonne. Wolken, die über den Himmel zogen. Grenzenlos. Von West nach Ost. In alle Richtungen der Windrose. Bernd griff nach dem Feldstecher, fokussierte auf unendlich und verfolgte den Landweg, der sich drüben dahinschlängelte. Das Land senkte sich im Westen, tief unten in der riesigen Mulde. Hier hatte die Sonne den frühen Nebel schon vertrieben, sah einige helle Gebäude. Dort saß der westdeutsche Bundesgrenzschutz. Die schwarz-rot-goldene Fahne am Mast erahnte er mehr. Nur selten traf man beim Postengang auf eine Streife von ihnen. Manchmal wurden sie von einigen angesprochen. Auch war schon mal eine Schachtel Zigaretten über den letzten Zaun geworfen worden. Ging ein Verlässlicher an seiner Seite, hob man sie auf und wechselte noch einige Sätze miteinander. Die Posten auf der anderen Seite hatten einen guten Job, fuhren selten Streife. Oft sah man ihren VW unterhalb des Aussichtsturms am letzten Zaun. Bernd verfolgte die graue Linie des Landweges. Es war mir eine Reflexhandlung, ohne Überlegung. Intuitiv? Dann sah er sie. Ihr helles Sommerkleid leuchtete schon am Waldesrand. Er hatte sie sofort erkannt, verfolgte sie mit seinem Fernglas und sein Herz raste. Als sie näher kam, sah er ihr Gesicht. Offen wirkte es und unbekümmert, von der Sonne gebräunt. So wirkten ihre Haare noch heller. Eine Augenbraue schien höher geschwungen zu sein und verlieh ihrem Gesicht eine Pfiffigkeit. Sie schien zu pfeifen. Ihre Lippen schmollten, die langen Haare hatte sie heute mit einem Reifen gebändigt. Ihr Kleid flatterte hoch, sie ließ es wehen, fühlte sich unbeobachtet. Doch er war bei ihr, verfolgte jede ihrer Bewegungen. Bernd begehrte sie in diesem Moment. Nicht körperlich, nein, er wollte nur bei ihr sein, frei sein. Mit dem Fahrrad neben ihr fahren, mit ihr vertraut sein und sie ausfragen. Über sich, über das fremde Land. Alles würde er von ihr wissen wollen. Und Unterleutnant Bayer, der Ihre, hockte zusammengekauert auf seinem Stuhl, den Kopf auf den Tisch gelehnt und schnarchte, während Bernd so aufgeregt war und sich nur mühsam beherrschte, den Ihren nicht zu wecken. Wieder verschwand sie zwischen den Büschen. Doch Bernd wusste, dass sie morgen wiederkommen würde. Als Bayer wach wurde, wunderte er sich, einen gut gelaunten Posten in seinem Turm zu haben. Doch warum das so war, erfuhr er nicht. Am Abend konnte Bernd nur schlecht einschlafen. Er sah sie vor sich auf ihrem Rad, stellte sich ihre Stimme vor, den Duft ihres Haares. Maria nannte er sie. Denn sie wirkte so unschuldig auf ihrem Rad.
Bernd wusste, dass er verrückt war. Das war ihm egal. Hatte er doch nur einen Moment, worauf er sich freuen konnte. Ja, nach wonach er sich sehen durfte. Das Mädchen war sein Geheimnis. Mit niemand teilte er es. Sie gehörte ihm. Allein. Meine Enkeltochter, die da weint. Hier wurde alles geteilt und jeder wusste von jedem. Bernd fiebert in den kommenden Tagen auf seine nächsten Wachen. Seine Zimmerkameraden wunderten sich über seine Wandlung. Er war gut gelaunt, ließ die Neuen in Ruhe, scherzte. Mantei fragte ihn, ob er eine Freundin hätte. »Wie denn und woher?« fragte er zurück. »Soll ich mir die aus dem Westen holen?« und lachte dabei. Die nächsten Tage vergingen so leicht, da er nun ein Ziel hatte. Der Ire war müde, wie immer, ließ ihn in Ruhe. Bernd wartete auf den Augenblick. Maria kam pünktlich. Bernd beschloss, dass sie zur Schule in die kleine Stadt musste. Warum war sie sonst so pünktlich und hatte den kleinen Rucksack im Korb? Am dritten Tag ging er einen Schritt weiter. Er hatte seinen kleinen Taschenspiegel aus der Waschtasche mitgenommen. Die Sonne schien wie an dem Tag zuvor. So sollte sie einen Gruß von ihm bekommen. Der Ire hörte nicht das Klappern der Dachluke, als Bernd auf die Plattform kletterte. Neben dem großen Scheinwerfer wartete er. Pünktlich kam sie auf ihrem Rad. Als sie die Stelle erreicht hatte, an der der Weg einen kleinen Bogen zur Grenze machte, sie nun für einige Augenblicke nur wenige hundert Meter entfernt war, fing er die Sonne mit seinem Spiegel ein. Lustig sprang der gebannte Sonnenstrahl vor ihre Speichen. Sie stoppte erstaunt. Auch der Sonnenschein hielt inne. Sie trat in die Pedale. Auch das Sonnenlicht machte sich auf die Reise. Sie stoppte. Da begann der Lichtkreis zu tanzen. Als sich das Mädchen zu ihm wand, begann sein Herz aufgeregt zu klopfen. Sie hob die Hand, winkte. Bernd glaubte, ein Lachen in ihrem Gesicht zu sehen. Er winkte zurück. Sie hob noch einmal ihre Hand, dann fuhr sie weiter und der Lichtkreis begleitete sie noch einige Meter, bevor er hinter ihrem Rücken war. Glücklich stieg Bernd in den Kontrollraum zurück und der Leutnant Bayer schlief noch immer. Die nächsten Wachen vergingen für Bernd wie im Flug. Keine Müdigkeit juckte auf seiner Haut. Die Stunden verflogen, bis das Mädchen auf seinem Rad zur Schule fuhr. Zwischen ihnen entwickelte sich eine Beziehung der besonderen Art. Beide spielten miteinander. Mal fuhr sie so schnell, dass der Spiegel sie kaum verfolgen konnte. Ruckartig blieb sie dann stehen, dass Bernd über sein Ziel hinausschoss. Manchmal fuhr sie lassiv langsam, tat auch unbeobachtet, ließ den Saum ihres Kleides bis an die Schenkel wehen. Sie war schön. Das wusste Bernd nun genau. Denn sie hatte einmal angehalten, sich zu ihm gedreht und gelächelt. Und er hatte so viel Zeit gehabt, um nach dem Feldstecher zu greifen. Die Zeichen standen gut. Bayer schlief seinen Schlaf der Gerechten. Die Sonne schien, obwohl der September zu Neige ging. Gerne würde er ihr eine Botschaft zukommen lassen. Aber wie sollte er den Zettel auf die andere Seite bekommen? Denn hinter dem 3-Meter-Zaun, auf dem vorgelagerten Streifen, der sich direkt an der Grenze befand, durften nur die Grenzaufklärer und besondere Streifen, die aus länger dienenden, gestellt wurden. So verwarf er schnell diesen Gedanken. Das Land war in diesen Wochen in Unruhe. Immer mehr Menschen drehten ihm den Rücken zu und verließen es. Die Leute waren enttäuscht, wollten nicht mehr die schönen, falschen Reden ihrer alten Politiker hören, erträumten sich Wohlstand und Freiheit, auch wenn diese Worte für sie so vage waren. Auch die Grenzsoldaten waren unruhig. Immer wieder wurde die erhöhte Gefechtsbereitschaft gepredigt und dass sie wachsam sein sollten. Noch wachsamer als zuvor, noch gefechtsbereiter. Denn gerade jetzt würde man auf sie zählen müssen. Die meisten von ihnen zählten nur ihre Tage, wollten nach Hause. Einige wären sicher auch hinübergegangen. Bernd lebte in einer Zwischenwelt. Für ihn zählte nur das Mädchen, obwohl er wusste, dass er sie nie sprechen oder gar berühren würde. Er liebte sie,
aber auf eine besondere, andere Weise. Sie war für ihn die Unerreichbare. Darum wäre er auch mit einem kleinen Glück, mit einer kleinen Erfüllung zufrieden. Mit ihr einmal reden, seine Hand auf ihre Schulter legen können, einen ganz normalen Tag ohne Uniform, ohne Befehle und Zeitvorgaben, ohne geregelten Tagesablauf gemeinsam. Ganz einfach mit ihr auf einer Wiese liegen, die Zeit vergessen, ihre Stimme zu lauschen, wenn sie ganz banale Dinge erzählen würde. Würde sich daraus etwas ergeben, schön, dann könnte er weitersehen. Dann eine Woche später musste er sein Geheimnis preisgeben. Wieder hatte er mit dem Iren die gemeinsame Wache auf dem Führungspunkt. Der Ire schlief wie immer. Bernds Taschenspiegel irrte über Marias Körper und er meinte fast, seine Finger glitten über den Stoff ihrer Jeans, denn sie hatte angehalten und sich an ihr Rad gelehnt, um ihm Zeit zu geben. Sie winkte ihm zu, als die Luke polternd hinter ihm aufgestoßen wurde und der rote Feuerkopf des Unterleutnants erschien. »Bist du verrückt?« Bernd konnte seinen Spiegel nicht mehr verstecken. »Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Wer Markwart oder der Politik mitbekommen, was du hier treibst? Du gehst in den Bau, aber für ewig.« »Mann, Ire, es ist doch nichts dabei. Ich ärgere sie etwas. Na und?« Das Mädchen auf der anderen Seite musste gespürt haben, dass etwas passiert war. Denn als Bernd sich wieder umdrehte, war sie auf ihr Rad gestiegen. »Was ist daran so schlimm?« Und Bernd erzählte von Maria. Unterleutnant Bayer hörte schweigend zu, lächelte, schüttelte den Kopf. »Wenn du bist verrückt. Wenn die dich am Arsch kriegen, dann sind wir beide dran.« Er wollte noch weiter schimpfen, doch unten klingelte das Telefon und der Ire kletterte fluchend in den Turm zurück. Als das Telefonat beendet war, sprach Bayer Bernd nicht mehr auf das Mädchen an. Bernds Sorgen in der Nacht waren unbegründet gewesen, denn das Mädchen kam am nächsten Morgen wieder auf ihrem Rad vorbei. Diesmal schlief Bayer nicht, sondern schnalzte mit der Zunge, als er sie sah. Bernd schaute ihn fragend an und deutete auf die Dachluke. »Hau schon ab, Mann, und grüß sie von mir.« Und der Lichtkreis begleitete sie wieder für ein Stück des Weges. In der nächsten Woche war Bernd für den Postendienst im Schutzstreifen eingeteilt. Er hatte Heckmann zugeteilt bekommen. Bernd war froh darüber, denn Heckmann wollte nur seine Ruhe haben, essen und schlafen. Ihr Abschnitt war der Kolonnenweg gegenüber dem alten Aussichtsturm. Hier war es vor einigen Tagen zu einer Grenzprovokation seitens des Westens gekommen, wie Hauptmann Marquardt sich ausgedrückt hatte. Zwei erfahrene Genossen sollten nun den Postendienst übernehmen. Es war der letzte Sonnabend im September. Einen Tag zuvor hatte der alte Mann die Ausreise der DDR-Flüchtlinge aus der Prager Botschaft genehmigt. Beim Morgenappell hatte der Kompaniechef zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen, damit niemand flüchten könne. Gelacht worden war. Und man hatte gefragt, ob man die Grenze nun von innen nach außen bewachen würde. Und wenn ja, warum man überhaupt Wache stehen würde, wenn alle gehen könnten. Die freien Züge hatten Strafwechsel ziehen müssen. Auch Bernd wollte diskutieren, dachte dann an Maria. Er wollte nicht arretiert werden. So schwieg er. Nun hockten beide am Waldrand, die Zigarette in der Hand geschützt, um den Rauch abzuschirmen und diskutierten über die letzten Ereignisse. Sie waren sich einig, dass in den nächsten Wochen etwas passieren würde. Zum Glück war Heckmann auch kein hundertprozentiger. So sprachen sie offen und Bernd erzählte ihm schließlich von dem Mädchen. Als er mit seinem Taschenspiegel spielte, hörten sie plötzlich Motorengeräusche von der anderen Seite. Bernd griff nach seinem Glas. Ein Kleinbus näherte sich dem Aussichtsturm. Mit stotterndem Motor hielt er an. Dann stieg eine Gruppe Jugendlicher aus. Es waren sechs. Sie lachten und lärmten. Einer von ihnen schleppte eine Stiege Dose mit auf den Turm. »Was machen wir nun?« wollte Heckmann wissen. »Nichts. Sie sitzen auf dem Turm. Das dürfen Sie. Ich würde vorschlagen, wir bleiben am Waldrand. Warum sollen wir uns zeigen? Oder hast du Lust, vollgelabert zu werden?« Dann flog die erste leere Bierdose über den flachen Zaun der Westseite auf den Kontrollstreifen nahe der Grenze. Es wurde gejohlt. Der zweite folgte. Ein Wettstreit begann. Die dritte Dose landete scheppernd. »Wir müssen etwas unternehmen, Bernd. Der Grenzaufklärer dreht ab, wenn er beim nächsten Kontrollgang die Dosen findet.«
Bleib ruhig, Heckmann. Wir können auch am anderen Ende des Abschnitts gewesen sein. Außerdem hat uns niemand gesehen. Doch dies änderte sich augenblicklich, denn Heckmann war aus dem Schatten des Waldrandes getreten. Sofort schallten Rufe. Dann tönte ein Sprechchor: Mörder, Mörder! Eine Banane flog gegen den vorderen Zaun. Na gut, hau ab zum Postentelefon. Ich mache mich sichtbar. Lass ich mich eben beschimpfen. Machen können wir sowieso nichts. Die werden irgendwann abhauen, spätestens dann, wenn das Bier alle ist. Und während Heckmann schnaufend und fluchend zur Anschlusssäule hetzte, stellte sich Bernd der anderen Seite. Er war wütend auf die Westdeutschen, wütend auf sich, dass er heute Morgen nicht mitgemeckert hatte. Erspart wäre ihm dies geblieben. Doch er musste sich stellen. Vielleicht beobachtete ihn schon einer der überall lauernden Grenzaufklärer. Zoni, Zoni, tönte der Chor von drüben herüber, während Bernd sich auf den Kolonnenweg stellte. Die Kalaschnikow nun an der Seite, kam er sich so blöd vor. Den Staat vor dem Klassenfeind verteidigen. Was sollte er hier verteidigen? Die Grenze vor Provokateuren? Besoffene Jugendliche. Morgen beim Appell würden sie ihn vielleicht noch nach vorne holen und loben, dass er eine Grenzprovokation verhindert hätte. Bernd schämte sich jetzt schon. Hier hast du eine Banane und ein Bier dazu. Wieder schlug eine Dose gegen das Metallgitter. Und plötzlich hatte Bernd eine Idee. Er hatte doch seinen Taschenspiegel mit. Die Sonne stand halb rechts. Er könnte sie einfangen. Was wollten die Typen denn von drüben? Wirklich, es gelang. Die Gesichter der Betrunkenen waren deutlich zu sehen und das Spiel begann. Zuerst wurde noch gelacht. Doch als das Licht den ersten unerbittlich blendete und verfolgte, flüchtete dieser vom Turm. Nun war der Nächste an der Reihe. Flüche schallten, Fäuste drohten. Bernds Laune besserte sich zusehends. Er, ein Verteidiger der Grenze. Er fasste es nicht. Mit einem Handspiegel 6 Männer in die Flucht geschlagen. Morgen würde er im neuen Deutschland als Held gefeiert werden. Bei dem Gedanken musste er grinsen. Schließlich blieb noch ein Widersacher auf dem Turm übrig. Ey, Alter, rief er und lachte. Tolle Nummer. So kann man ohne Waffen euren Sozialismus verteidigen. Du bist gut, hast was drauf. Wenn du hier weg bist, hau ab nach Ungarn. Sonst muss das Licht bei euch ausmachen. Hast du gute Ideen? Kannst du bei uns was werden? Er nahm einen Schluck aus der Dose und schüttelte sie. Scheiße, Bier ist alle. Na gut, ich muss. Ich denke, wir sehen uns mal. Dann lachte er, grüßte zu Bernd hinüber, der grüßte zurück. Die Dose schepperte gegen den Zaun. Ein Poltern im Turm, Fluchen, noch einmal Hupen. Dann war der Spuk vorbei und Bernd stand allein auf dem Kolonnenweg. Ein Eichelheer schimpfte, die Luft roch plötzlich nach Herbst und Heckmann war noch immer nicht zurückgekehrt. Bernd wollte gerade zum Waldrand zurück, als sich 2 Schatten aus einer Hecke lösten. Es waren 2 Mädchen. Sie hatten sich mit ihren Fahrrädern wohl vor den lauten Jungen zurückgezogen. Langsam kamen sie auf dem Feldweg näher. Was ist hier heute nur los? Dachte Bernd. Dann erkannte er Maria. Und er stand da, konnte sich nicht bewegen. Schließlich stand sie am Fuß des Turms, gab dem anderen Mädchen ihr Fahrrad und kam langsam auf ihn zu. Die Mädchen mussten das Schauspiel miterlebt haben. Sie würde wissen, dass nicht jeder Grenzpost mit einem Spiegel ausgerüstet ist. Das Mädchen lächelte und wurde mit jedem Schritt, mit dem sie sich Bernd näherte, schöner. Er meinte gleich hinzusinken, so weich waren seine Knie. Heckmann war noch nicht zurückgekehrt und keine Patrouille näherte sich, die den Kontrollstreifen inspizieren wollte. Jetzt die Waffe wegwerfen und loslaufen, dachte Bernd für einen Moment. Doch er wusste, dass dies nicht gelingen würde, denn der Zaun war hier 3 Meter hoch und unüberwindlich. Das Mädchen stand an dem kleinen Zaun, der sich entlang der Grenze auf der Westseite hinzog. Sie war höchstens 50 Meter von dem Jungen entfernt. Er sah ihr Lächeln, die Kreole an ihrem Ohr, die Glitzersteine auf ihrem Shirt. Er meinte, den Duft ihres Parfüms wahrzunehmen, doch sie war unerreichbar. Hallo, Bernd hörte ihre Stimme zum ersten Mal. Du bist der Soldat mit dem Spiegel, der mich jeden Morgen grüßt, nicht wahr? Bernd wollte antworten, doch seine Stimme versagte. Er räusperte sich. Gott, er musste reden.
Gleich würde Heckmann zurückkommen oder die Alarmstreife. Ja, ich habe dich jeden Morgen beobachtet und mich gefreut, wenn ich dich sah. Ich auch. Du, ich habe mich schon am Abend auf deinen Gruß gefreut. Gestern habe ich meiner Freundin von dir erzählt. Sie wollte es mir nicht glauben. Irgendetwas hat mich heute hierher getrieben. Dann sahen wir die Verrückten und haben uns versteckt. Ja, nun stehe ich hier. Glaube es immer noch nicht, dass ich mit dir reden kann. Sie lachte auf und Bernd wurde schlecht vor Glück. Eigentlich rede ja nur ich. Ich würde mich gerne einmal mit dir treffen. Diese blöde Grenze, wie heißt du? Bernd. Er wollte nach ihrem Namen fragen, doch plötzlich zuckte sie zusammen. Da kommen welche, du wirst bestraft. Schnell drehte sie sich um. Dein Namen! Doch sie hörte ihn nicht mehr. Der Nachmittag verlief weiter turbulent für Bernd. Während er im Bataillonsstab saß und von den Vorkommnissen berichten musste, hörte er noch immer ihre Stimme und sah ihr Bild. Von dem Spiegel erzählte er nichts. Das Mädchen hatten Heckmann und die Alarmgruppe nicht bemerkt. Nur das war für Bernd wichtig gewesen. Am nächsten Tag wurde er vor der Kompanie gerufen und erhielt einen Tag Sonderurlaub für seine kaltblütige Haltung gegenüber den westdeutschen Provokateuren, wie der Hauptmann sich ausdrückte. Bernd fuhr am nächsten Wochenende in den Urlaub. Maria hatte er in dieser Woche nicht mehr gesehen, denn er war zur Nachtschicht in einem anderen Abschnitt kommandiert worden. Bernd fühlte sich die 3 Tage zu Hause nicht wohl. Umsonst klingelte er an Türen. Viele der Freunde waren gegangen. Andere machten ihm Vorwürfe, dass er an der Grenze diente. Bernd hatte sich dieses nicht ausgesucht. Doch seine Einwände wurden nicht gehört. Bernd hatte noch 3 Wochen, als er aus dem Urlaub kam. In diesen Wochen reckte sich das Land aus seiner bleiernen Starre. Und wenn sich die Parteioberen in Berlin ein letztes Mal von den Blinden feiern ließen, gingen Menschen mit offenem Blick über die Straße der Kleinen Republik und forderten Veränderungen. Züge fuhren von Ost nach West durch das kleine Land, in denen Menschen saßen und standen, die nicht mal an eine Veränderung der sozialistischen Republik glauben wollten. Und Bernd sollte die Grenze schützen. In diesen Wochen sah er noch 4-mal das Mädchen auf dem Landweg. Nur einmal konnte sein Spiegel tanzen, denn es regnete an diesen Tagen. Doch sie grüßte immer in Richtung der Grenzanlage und lachte. Maria sorgte für Gesprächsstoff in der Kompanie, denn jeder der Soldaten, die mit Bernd Wache standen, glaubte natürlich, dass dieses Winken nur ihm galt. Bernd ließ ihn im Glauben. So hatten viele der Grenzer einige gute Tage. Er zählte nur noch die Tage bis zur Entlassung. In der letzten Oktoberwoche konnte er nach Hause. Seine Gefühle waren an diesem Tag gespalten. Gern hätte er Marias Adresse gehabt, auch wenn ihre Freundschaft keine Zukunft hätte. Freundschaft? Was war zwischen den beiden gewesen? Eine Antwort fand er nicht. 3 Wochen später war die Grenze zum Anachronismus geworden, wie ihre Bewacher. In der zweiten Novemberwoche fuhr Bernd mit dem Zug nach Lübeck. Er dachte an die alten Wochenschauen, als er die Reisenden zwischen den Welten in Trauben an den Türen der Waggons sah. Mit Glück ergatterte er einige Quadratzentimeter in einem Waggonübergang. In der Stadt, deren Kirchtürme er in dem Winter an der Grenze vom Beobachtungsturm aus gesehen hatte, tauschte er sein Begrüßungsgeld und trampte in eine etwas südlich gelegene Kleinstadt unweit des Zauns. Bernd kam schnell an sein Ziel, denn in diesen Tagen waren die Menschen auch drüben voller Freude. Er mietete sich in einer kleinen Pension ein und ging jeden Tag an die Grenze. Am dritten Tag, die Herbstsonne verzauberte ein letztes Mal den Novembermorgen, sah er das Mädchen auf dem Rad. Sie kam näher und der Junge war glücklich. Als er freundlich grüßte, zögerte sie einen Moment, als wolle sie schnell weiterfahren. Doch dann stieg sie ab. Hallo, er lächelte. Hallo. Ihr Blick war erstaunt. Wie heißt du? Warum willst du das wissen? Kennen wir uns? Unwirsch strich sie sich eine Strähne hinter das Ohr. Der Junge blickte nach Osten. Er nickte fast unmerklich, doch das Mädchen begriff. Der vom Turm? Er nickte. Ich heiße Maria. Da lächelte er. Ich habe es gewusst, Maria. Wir werden uns wiedersehen,
Ich werde dich finden. Einen winzigen Moment schien er zu überlegen. Dann drehte er sich um und ging langsam auf den Streifen Niemandsland zu. Das Mädchen blickte ihm erstaunt nach. »Warte, wie heißt du, wo wohnst du?« Ein Trupp Grenzsoldaten war dabei, den vorderen Metallzaun abzubauen. Das Land war nun grenzenlos. Auch Bernds Träume. Vielen Dank. Und auch wenn Sie es sicher schon etliche Male gehört haben, bitte bleiben Sie gesund und passen Sie auf. Vielen Dank.